Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. Ich habe die letzte verdammte Schatztruhe im, weiß ich nicht, 10.11. Level gefunden, die wir letztens gesucht haben. Nämlich damit entschuldigt. Bonus. So, ich bin auch einmal hier durch die Level durchgerannt, habe nichts gefunden. Dann bin ich noch mal hier durchgerannt, habe noch ein bisschen gründlicher geguckt und dann direkt am Anfang war es. Nämlich hier, indem man hier reingeht. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das muss ja irgendwo in der Nähe sein von dem Ding, weil so weit vom Teleporter kann es ja nicht entfernt sein. Also ja, haben wir das auch erledigt. Dann haben wir jetzt in der Level immer noch 85. In der Level haben wir auch alles erreicht. Das heißt, wir können uns jetzt zur vorletzten Level hier machen. Verborgene Festung. So. Ja. Ich wollte das Spiel ehrlich gesagt schon gestern aufnehmen, aber ich habe so Halsschmerzen, habe ich immer noch. Und ja, bisschen doof. Vor allem, ich habe irgendwie noch keinen einzigen Part irgendwie für die nächste Woche so aufgenommen. Also hoffe ich, dass meine Halsschmerzen irgendwann mal weggehen, weil sonst wird das eine richtig dämliche Aufnahme. Und da sind wir jetzt kurz vorm Ende. Ich glaube, wir schaffen sogar heute das Spiel durch. Mal sehen, wie lange die Level ist hier. Hier sind, glaube ich, so 12 Shots drin oder so, ne? Jo. Und hier ist wahrscheinlich der Endboss, also, ja. Nehme ich mal an, das wird nicht mehr so lange dauern. Was soll das denn? Hier lang. Und da kann ich nicht weiter. Verdammt. Gut. Wahrscheinlich jetzt hier irgendwie verdammt schwer. Und zack. Verdammt, da war irgendwas. Oh man. Keine Ahnung, die vollsten Level sind doch immer irgendwie die schlimmsten Level in Jump'n'Runs. Dagegen ist der letzte Boss da sowieso irgendwie nie was. Habe ich jedenfalls so in Erinnerung. War da überhaupt was? Da war auch gar nichts, glaube ich. Egal. Lass mal das. Schon mal eine Truhe verpasst. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wupp. Dann. Weiter im Text. Vielleicht kann ich ja irgendwie. Nee, gibt es keine Decke. Verdammt. So, was machen wir überhaupt noch mal hier genau? Oh. This doesn't really seem like the place to find a bunch of brigands and rebels. No, I think that's just Newt Poop, little buddy. Hey, let's see if these locals want to kill me too. Hey, are you there, Breaker Girl? Mr. Head, how are we doing? You tell me. I got a call from some locals looking to contact you. For reals? Something about seeking out three witches for the key to the wolf's den. Do I need to roll a dice now or something? What kind of noink help is that? Hey, don't shoot the messenger. So where do I find these witches? Fairy tales? There ain't no what? Such things as witches. Yes, I did know that. Unless he meets the sisters. Sisters? Three crazy old hags. Maybe they know something about the witches. Okay, das hat irgendwie gar nichts gemacht. Hat Gespräche. Ist das nicht die zweite Level hier? Nur ein bisschen umgestaltet. Ja, ist klar, das nicht. Ich sagte gleich, oh nee, nicht die Typen schon wieder, ey. Bei denen habe ich schon wieder einen Anfall im Level davor bekommen, ey. Okay, die gehen noch. Eben mit dem Schild sind die ätzenden, ne? So. Aber schon mal eine Truhe, sehr gut. Nein. Wie kannst du es wagen? Und du auch. Okay, dann schon klar. So, dann hier runter, glaube ich. Was? Ach, kann ich gar nicht. Verdammt, warum nicht? Och. Typen versuche aus dem Weg zu gehen. Die gehen mir so auf den Nerven. Das sind irgendwie die nervigsten Gegner, die ich. Okay, danke. Jeden Jump'n'Run irgendwie. Boah, gesehen habe. Tja. Was? Wieso ziehst du? Wo ist er? Da war doch gerade einer. Was? Können wir mal aufhören? Sehr gut. Maha. Was? Hey. Ja, lass mich in Ruhe. Oh Mann.
Okay. Ich habe so ein Gefühl, so eine städtliche Level ist aber viel einfacher zu navigieren und Schatztruhen aufzuspüren. Ich so ein Gefühl. Ja, das war's ja. Und sagt nicht, die kommen ja unendlich. So was mag ich ja. Was? Kann ich zwischen die Boxen stellen? Mark, geh er weg. Wie nicht tot. Und wieder kommt der nächste. Ja, ich gehe jetzt hier in Schuss. War da links was? Ich glaube, da war was, ne? Nö. Verdammt! Ey! Du geh mal schön weg, ey. Ich hab gar keinen. Da komme ich da dann. Ja, das war jetzt gut. So, da war nix. Ich habe das Gefühl, das Spiel tut voll Längen. Weil hier so viele Gegner sind. So, und was hier? Nix, meine Güte. All diese Leap of Fails für nichts. So, Kontrollbogen, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. So, weiter, da hoch. Oh, das ist eine Decke, sehr gut. Ruhe, der Typ. Oh, kommt jetzt zurück. Oh, ist gut, Mann. Geht weg. Na, warte, komm mal her. Boah, sieht ihr hübsch aus von eurer Riese. Ich habe natürlich den ich treffen wollte, nicht getroffen. Geil. Ja. Was? Bin ja richtig. Was zum Teufel? Und mal da Kontrollpunkt, ey. Geht weg. Weg. Aha. Geht mir halt nicht an. Was ist denn da hier? Ihr sagt, der Fall, ich soll da lang, was? Jetzt bin ich was, da kann man was kaputt machen. Ich schon aus Reflex, weil wir hier schlagen. Das ist ja nie, wo sich irgendwas befindet. Bonnetruhe, geil. Yay, Team! Ist noch alle Skips und alle Datenpacks in diesem Level bekommen. Und eigentlich auch alle Truhen, ne? Ja. Wir müssen eigentlich schon alles hier finden können. Als Sammelbare hier. So, lass mich mal da hoch. Der Decke ist doch ganz bestimmt irgendwas. Und wenn ich hier nichts alles, wenn ich hier nicht alles finde, dann weiß ich nicht, habe ich ja noch genug Zeit. Und das ist doch eine Truhe, geil, sehr geil. Jetzt gehen wir weiter nach oben, das ist noch was. Verdammt. Okay, drei Truhen haben wir schon mal. Geh weg. Ja, rechts lang. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Muss ich jetzt hier lang oder da oben, wo die Frau da war? Irgendwie so aussah, wie die wir suchen sollten. Was? Ich glaube, das wird alles da hin, ne? Oh, hey, du! Hab ich von unten gesehen. You know anything about witches? This is going nowhere. Come on, Skiffy. Let's hike. Beware the Horde of Red. What? Beware the Horde of Red. Yep, that's no help. Wie, es hilft nicht weiter, die Roten. Ich meine die Roten. Ich muss schon sagen, die Frau hing irgendwie. Trefft es. Als jetzt, ich habe jetzt nicht so mitbekommen, hat sie gesagt, das sind ein paar eklige Skips, das ist aber ganz schön unhöflich, Kid, ne? Kannst auch nicht sagen. Vielleicht ist für sie ja Dingens. Unser Skiff auch potässlich, weiß man ja nicht. Ah! Okay. Was? Sind aus dem Nichts drauf, was? Ja, da, was? Ein bisschen übertreiben, ne?
Da bin ich von dir auch wieder. Wir sind so kacke, die Typen, ey. Nein, nicht breiken, nicht breiken. Geh weg. Da war, gibt's da nicht. Lass mich in Ruhe. Okay, wo zum Teufel bin ich hier? Was zum Teufel? Was ist denn? Ja, genau, der ist auch geschützt. Aha. Alter, ich weiß nicht mehr. Alter, krass. Oh, das ist eine Truhe, geil. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll und wo ich jetzt war. Ist ja schon mal richtig derbe blöd. Aber, guck's mal einmal. Guck's ja einmal auf deinem PC, wie die Aufnahme läuft, ne, und dann direkt mitten in die Fresse. Der muss doch irgendwas kaputt gehen, ja. Beim Dingens. Was soll ich denn an, ey? Kannst du nicht erledigen. Warte mal, hab ich das zurückgeschleudert? So einfach ist das? Kannst du ihre Schüsse zurückschleudern? Warum finde ich solche wichtigen Informationen erst am Ende des Spiels heraus, Mann? Das ist nicht gut. So. Was? Was rat nicht da? Das sind doch keine Lügen, ey. So. Lass mal. Dreh ich um. Ja, so. Ey. Okay, hat irgendwie nicht geklappt. Also, kann ich irgendwie zurücksteuern? Wo ich das an? Die Dreieck. Go get 'em. Oh geil. Skippy. Ja, ich habe keinen Bock, gegen die Typen zu kämpfen. So, wo war ich jetzt? Wo war ich noch nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, hier war ich definitiv noch nicht. Das? Wie soll ich denn da hinkommen? Kann das mal jemand kaputt machen? Du machst das kaputt. Das wäre jetzt ein Dings. Wie soll man das denn kaputt machen? Das, wenn ich jetzt ein Dings hätte hier. Ein, wie auch immer die Viecher nochmal hießen. Oder diese Triceratops-Viecher. Nashorn-Dingenskirchen, weiß ich nicht. Für irgendwie so Dinosaurier, irgendwie sowas. So, hier war die alte Frau, oder? Nee. Doch. Was? Muss ich ja da rechts nochmal lang, ey. Ich glaube, ich habe alle Gegner getötet. Wir sind gar keine mehr. So, okay, das erklärt auch, warum ich den Checkpoint nicht aktiviert hatte. So, aber das ist näher rechts noch dann. Da kam ich von da, was? Von der kam ich doch. Was führt denn der andere Weg dann hin? Ey. Ja. Okay. Hab schon wieder null Orientierung gerade, aber ich habe glaube ich 4 Truhen. Das ist auch schon mal gut. Ne? Dreck. Dann gehen wir nochmal da unten nach rechts. Na, du komm mal her. Ey, ich hab keine Lust. Ey. So, hier war ich noch nicht, ne? Warte mal, hier konntest du doch auch von raus hingehen. Danke. Ne, hier war ich auch schon. Ja, das ist der andere Weg, genau. Vergeht weg. Wie, ich stand direkt vor dir. Was soll das? Ja. Weiß noch nicht mal, ob ich irgendwie jetzt gerade laut genug spreche oder so. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, mein Mikrofon schlägt auch irgendwie nicht so weit aus, wie ich gerade merke. Also, weiß ich nicht.
Ich hoffe, das ist laut genug. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Das ist halt ein bisschen leiser, ne? Das ist ein bisschen ohrschonender. So, weiter im Text. Boah, geh weg. Ich kämpfe doch gar nicht erst. Warte. Krieg ich gar nicht kaputt. Nein, über die Tour. Wutsch. Skills. Wutsch. Oh, oh nein. Ein nerviger Gegner nach dem anderen. Ich wollte darüber springen, du fette Sau. Du. Ich hätte sich direkt vor mir. So. Oh, Checkpoint. Buenos Notches. Mein Gott. Gib. Hört immer auf, wenn immer direkt vor mir aufzutauchen. So. Zack. Ist nix. Super. So, du gehst mir auch auf den Nerven. Du willst mir auch auf den Nerven gehen, ne? So. Ja, super. Kommt einmal der angefunden, der ist weg. Habe ich eigentlich hier schon alles mögliche gekauft hier? Waffen, also. Ich will eigentlich glaube nicht nur noch das Kostüm, ne? Ja, dafür brauche ich 600.000. Da werde ich noch nie im Leben kriegen. Ne, ich glaube alle Kostüme werde ich glaube ich nicht erreichen. Aber egal, muss auch nicht. Muss ich jetzt nur die Vögel dann irgendwie bei diesen einen Typen abgeben? Dieser eine Level? Das ist gar nicht. Ja. Okay, warum? Ist das denn ein Datenpack? Sweet. Sehr gut. Wo wenn ich alle Datenpacks und alle Skips nicht finde, dann kann ich mir sowieso alle Kostüme abschreiben. Ich gehe mal davon aus, dass ich die alle finden werde. Boah. Boah. Dish. Die. Hat immer noch nicht, dass das so. Boah. Dass das so weh tut, ey. Schon sagen, wenn er jetzt wieder direkt da steht, ne? Halt. Okay. Dann pisst er sich. Und er sich auch. Au. Ey. So. Oh, Entschuldigung. Excuse me, ma'am. Where can I find a witch around here? Nothing? Anyone home? Okidoki then. The dragons swarm and swarm around the wind. It's gotta be the water or something. Was, wie soll ich denn daran kommen? Das ist nicht innerhalb der Level, da ist ein Teleporter-Ding. Wo ist es? Da komme ich noch nie im Leben hin. Ich habe mich ja nur auf 2D-Flächen hier bewegen. Das ist unmöglich. So. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn nämlich jetzt damit zieht. Ne? Ja, langsam hebe ich hier echt jeden Cent auf, ne? So. Hier war nix. Dann wupp, wupp. Ja, wie komme ich da hin? Da muss ich wieder in der Nähe sein. Wo ich wieder irgendwo anders suche. Wo ich nicht hin soll, zum Beispiel hier oben. Verdammt! So, dann Checkpoint. Bams. Bams. Verdammt, nix. Geh weg. Da muss ich hin, dann gehen wir erstmal da rein. Ja, das sieht gut aus. Schon wieder irgendwas, was ich kaputt machen kann. Okay, wie? Krieg ich irgendwann irgendwie so ein Mecha-Suit oder irgendwie so, wo ich alles kaputt machen kann, oder was? Ja, ne? Würde auch passen. Oh, eine Truhe. Nice.
Base. Die ist gut, aber nur 1000. Was soll das denn? Ja, voll. Weiß ich nicht, der Trostpreis hier. Wie sieht's denn aus so? 5 von 12. Ach, das sind die. Die Gesichter sind irgendwie diese Hexen oder was auch ich. Aber irgendwie so für die sind die Hexen. Aber wahrscheinlich sind das diese, die ich irgendwie am Anfang jagen sollte, ne? Bestimmt hier so eine Hexe, keine Ahnung. So. Leap of Fail. Also nicht, man muss ja gucken. Wir haben mal Zeit. Oh, Kletter. Danke. Zum Glück sind aber noch keine roten aufgetaucht, obwohl die mir die eigentlich lieber wären. Jetzt laufen ja nur die nervigen Viecher hier alle rum. Oh, hier. Wenn ich jetzt nach links springe, dann muss da jetzt irgendwas sein. Leck mich! Wie, du lebst noch? Hey. Das Geilste wäre jetzt, wenn irgendwie die Aufnahme nicht geklappt hätte. Das wird mir jetzt vor den Tag versauen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Weiß nicht. Einfach ein ungutes Gefühl. Da ist eine Truhe. Und da ist eine alte Frau. Mit der wir aber höchstwahrscheinlich im nächsten Part erst reden werden. Einer. Na gut, dann reden wir mit dieser Frau in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zur nächsten Folge.